Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr seht schon im Titel, Leute, es ist soweit. Ich habe schon seit mehreren Monaten oder Wochen die 1000 Abos geknackt. Danke nochmal an wirklich jeden, der abonniert hat, Leute. Mega fettes Dankeschön, das war echt ein fettes Ziel, was ihr erreicht habt. Und ich hoffe, wir schaffen bald die 2K. Ihr seht schon, Leute, im Titel die Roomtour. Und ja, ich muss sagen, Leute, viele haben mich genervt in den Kommentaren. Ja gut. Habe ich vielleicht kein 200-Abonnenten-Special gemacht? Habe ich vielleicht kein 500-Abonnenten-Special gemacht? Ja gut, dann mache ich halt ein K-Special nach 3 Wochen später oder so. Also Leute, heute die Roomtour. Und ja Leute, ihr werdet sehen, mein Zimmer. Ihr seht schon im Hintergrund einen Teil davon. Und ja, ich werde euch jetzt alles detailmäßig hier in meinem Zimmer zeigen. Es gibt cool, also es gibt natürlich, und da ich, also, wie soll ich sagen? Sprachen lernen. Bubble. Ich werde euch jetzt alles hier, Sprachen lernen. Bubble. So Leute, ich werde euch jetzt alles zeigen, was in meinem Zimmer so los ist, Leute. Ja, schaut euch einfach mit an, Leute. So Leute, jetzt habe ich die Kamera auch schon in der Hand, Leute. Und ich kann euch jetzt mal hier einen groben Eindruck von meinem Zimmer geben, Leute. Das ungefähr hier ist mein Zimmer. Ja, Leute, es ist echt nicht groß, es ist wirklich nicht groß. Aber Leute, ich werde euch jetzt alles zeigen, was hier drin steht. Ja, ich hätte mal gesagt, wir fangen einfach mal an mit meinem Raum, wo ich schlafe. Das hier ist meine Couch, Leute. Ich weiß gar nicht, sieht man das richtig? Hier schlafe ich. Ja, wie gesagt, die Bettsachen und alles sind unten in diesem Kasten hier drinnen, Leute. Oh, jetzt ist das Ding hier runtergefallen. No! Alles wieder repariert. Ja, und dann können wir gleich weitergehen hier zu meiner, Zockerseite hier, Leute. Und zwar sind hier so ein bisschen meine ganzen Videospiele, Leute. Die könnt ihr hier auch sehen. Ich habe hier zum Beispiel die Assassin's Creed Ultimate Box, Leute, mir geholt. Ich weiß gar nicht, die hat irgendwie 80 Euro gekostet. Link ist in der Videobeschreibung, Leute, genauso wie alle Videospiele, die ich hier drin habe. Ja, darunter ist einmal der Bayek aus der Box, wie gesagt. Einmal die Figur und im Hintergrund ist nochmal Ägypten, eine Karte von dem Spiel. Ist eigentlich recht cool. Hier seht ihr nochmal den ganzen Schrank von weiter weg, Leute. So, das kann man natürlich auch hier Licht anmachen, Leute. Wartet mal ganz kurz. Jetzt haben wir hier auch Licht, Leute. Im Dunkeln sieht es natürlich besser aus als jetzt hier, weil ich hier überall auch noch solche Scheinwerfer aufgebaut habe, Leute. Aber ja, wie gesagt, hier ist Bayek, Leute. Hier habe ich die zwei Assassin's Creed Spiele. Einmal Black Flag, Leute. Und einmal Assassin's Creed Origins. Hier habe ich 3 Filme. Das ist einmal hier Rogue One, Herr der Ringe und Bohemian Rhapsody. Das sind die 3 Steelbooks, die ich habe. So eine Sammler-Edition. Dann habe ich hier noch FIFA 19 und Horizon. Und die restlichen Spiele, Leute, die habe ich einfach auf der PlayStation im Store runtergeladen. Hier ist eigentlich dann meine Kamera noch in dem Fach. Und da unten sind noch ein paar Bücher. Ja, so viel dazu. Music licensing reimagined. So, dann kommen wir zu der Seite, wo ich meine Videos schneide, zu meinem PC, Leute. So, Leute, das hier ist einmal mein Schreibtisch, womit ich mein, wo ich meine Videos schneide, Leute. Hier auf dem Mac schneide ich die Videos mit Maus und Tastatur. Das hier ist mein Handy und das ist mein altes Handy. Das kann ich mal weglegen hier. So, dann habe ich hier noch ein Zeichentablet, Leute, und das ist eigentlich recht interessant. Da tue ich meistens auch Bilder bearbeiten damit. Und ab und zu mal zeichnen. Und in Livestreams benutze ich das hier als zweiten Bildschirm. Weil ihr seht schon, Leute, hier in dem Schrank ist nicht viel Platz für einen zweiten Bildschirm. Deswegen benutze ich einfach das hier als zweiten Bildschirm. Und da ist eben, wie gesagt, auch der Stift hier dabei. Dann kann man hier drauf zeichnen, Leute. Ist eigentlich recht cool. Des Weiteren, Leute, hier ist einmal mein Gaming-Stuhl. GT-Player, Leute. Ist nicht richtig bequem. Und den kann man auch hier einmal, wartet mal ganz kurz, Leute, auch noch die Lehne hinten verstellen, kann man auch noch weiter nach hinten tun. Aber das ist jetzt mir viel zu aufwendig. So. Ja, dann
Dann habe ich hier noch meine Box mit ein paar alten CDs. Ja, da oben sind noch ein paar Bücher bei der. Oh, das blättert jetzt, glaube ich, ein bisschen. Da haben wir das Brandenburger Tor. Da habe ich noch so ein Kino von früher und ein Big Ben. Das sieht eigentlich, finde ich, recht cool aus. Deswegen habe ich die noch behalten. Und noch zwei Boxen. Links und rechts. Ja. So, das hier ist auf jeden Fall der Bereich, wo ich meine Videos schneide. So, dann komme ich hier mal zu der Seite hier, Leute. Das hier ist die Seite, wo ich halt eben Blazy spiele und wo ich auch Filme gucke am Abend und sowas. Da hängt einmal ein Herr der Ringe Poster und einmal ein Star Wars Poster. Darüber sind auch von früher so ein paar Lego Sachen. Einmal dieses Lego Schiff von Jabba und nochmal zwei solche von den Rebellen, von der Republik. Da oben ist noch das Empire State Building, der Eiffelturm und natürlich auch noch das, wollte ich schon sagen, Empire State Building, bin ich doof. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Hier ist eben noch so ein Sitzsack, falls ich irgendwie mal Chili-Mili mache und da hocke ich mich einfach mal da rein. Diese ganzen Kabel hier, die von meinem Schreibtisch, der hier ist, zum Fernsehen gehen, haben was mit der Elgato hier zu tun, Leute, damit streame ich. Und ja, hier sind zwei Controller, einmal der Amazon Fire TV Stick und einmal, was laber ich, die Fernbedienung für Fire TV und einmal eine normale Fernbedienung. Drunter ist die PlayStation, Leute. Und ja, hier ist nochmal mein Fernseher von Sony. Hier habe ich auch noch eine Fernbedienung, mit der ich hier auch nochmal Licht anmachen kann. Das, wie gesagt, sieht jetzt gerade nicht so cool aus. Also was gibt es noch alles zu sagen, Leute? Hier in diesem Schrank hier, also hier sieht man nochmal mein Greenscreen, Leute. Der steht hier nebendran, neben meiner Tür, wo nochmal ein Matrix-Poster hängt. Ich kann mich auch nochmal 360 Grad drehen, Leute, damit ihr ungefähr seht, wie mein Zimmer ist. Hier, wie gesagt, ist mein Greenscreen, Leute, neben diesem Schrank hier. Und hier drin sind noch ein paar Filme. Hier unten, Leute, ist noch mein Headset drin. Falls ihr ein Spiel, das ist in dem Fach vom Fernseher drin. Da ist auch noch ein paar Puzzle und Bücher von früher drin, die ich irgendwie nicht mehr brauche. Und da hinten, genau, da sind noch so ein paar Anleitungen und Gebrauchsanweisungen und Kassenzettel von irgendwelchen elektrischen Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Hier drin sind auch LEDs, Leute, in meiner PlayStation oder an meiner PlayStation. Also da hinten steht noch eine Lampe zwischen den zwei Postern. Ja, das war's eigentlich. Und falls jetzt die Audio auch nicht so gut passt, Leute, also falls jetzt die Audio ein bisschen zu leise ist oder irgendwie ein bisschen halt, eventuell kaufe ich mir für die Kamera noch ein Mikro oben drauf, dann hört sich das auch besser an. Ja, hier ist noch ein Bild von New York, Leute. Aber es müssten eigentlich von ein paar von euch schon gesehen haben, glaube ich. In der Ecke hier, Leute, haben wir noch die Smoothie-Challenge gedreht. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. 1, 2, 1. Schmeckt's? Ja, das machen wir. Hier ist mein alter Nintendo DS. Und daneben noch der Nintendo 3DS. Ein 3DS Spiel manchmal noch, mit einem DS nicht. Und hier sind halt eben noch ein paar Spiele von früher, die ich eigentlich jetzt größtenteils gar nicht mehr spiele. Aber ja gut, ich hab sie halt, ne? Und wegschmeißen ist auch blöd, aber vielleicht sind sie irgendwann nochmal was wert. Jo, das war dann eigentlich im Großen und Ganzen mein Zimmer, Leute. Das Video ist jetzt echt nicht lange. Ja, ich hoffe, das Minecraft-Special hat euch gefallen, Leute. Und ja, wenn ihr mehr aus diesem Zimmer hier sehen wollt oder eventuell Bock habt auf Vlogs oder sowas, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare unten reinschreiben, Leute. Würde mich echt megamäßig freuen. Und ja, ihr könnt gerne ein Abo oder ein Like da lassen, Leute. Und ehrlich gesagt, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Ciao, ciao!